Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder mit einem neuen Video für euch und heute möchte ich mal wieder an einer kleinen Challenge teilnehmen. Und zwar habe ich mich einer Gruppe von super tollen Instagramerinnen angeschlossen und die machen alle 2 Wochen eine richtig coole Challenge. Worum es genau geht, das erzähle ich euch auf jeden Fall gleich noch. Was mir aber ganz wichtig ist, ist, dass ich alle Instagramerinnen, die auch an diesem Look teilgenommen haben, oder an dieser Challenge euch unten auch in der Infobox einmal mit aufführe. Manche von ihnen sind auch auf YouTube, aber nicht alle. Aber falls ihr Bock habt, mal bei Instagram bei den Mädels auch vorbeizuschauen und ein bisschen Liebe dazulassen, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich diesen Look geschminkt habe, was diese Challenge genau ist und was ich vor allem auch für Produkte verwendet habe, dann würde ich sagen, bleibt jetzt mal dran. So, meine Base habe ich jetzt, wie ihr vielleicht auch sehen könnt, schon mal fertiggestellt und ich habe es heute relativ dezent gehalten, aber dewy so wie immer. Und die Challenge ist eben so, dass es jede 2 Wochen werden verschiedene Farben für einen Look ausgelost. Und wie gesagt, für mich ist es eine Premiere. Ich bin jetzt das erste Mal bei der Challenge dabei und es ist so, dass man eben ein Zufallsgenerator von, ich glaube, 1 bis 5 Farben auslost. Also zum einen lost er aus, ob es 1 oder 5 Farben beispielsweise gibt. Und das zweite, was er auslost, ist, welche Farben dann eben benutzt werden sollen. Und dieses Mal ist es einmal rot, lila, dann ein eher pinkes Rot und ein kühles Grau. Und man hat auf jeden Fall die Wahl, die Farben im ganzen Gesicht anzuwenden. Oder nur auf den Augen, wie auch immer man das möchte. Und ich habe mir jetzt auf jeden Fall mal tatsächlich 4 Paletten ausgesucht, um diesen Look zu schminken. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal drauf los. Als allererstes starte ich natürlich mit meiner Lidschattenbase. Ihr könnt euch sicher denken, welche das ist. Das ist die Essence I Love Color Intensifying Eyeshadow Base. Die benutze ich sowieso sehr, sehr gern. Aber dadurch, dass sie einfach auch so hell ist und auch sehr deckend ist, kommen natürlich, deswegen heißt sie auch I Love Color, kommen natürlich die Farben auch ganz gut nochmal zum Ausdruck. So, ich habe jetzt mal schnell noch meine Augenbrauen fertig gemacht, weil es mir aktuell leichter fällt, dem schon mal den Rahmen zu geben, damit ich einfach besser sehe, wie sich die Farbe auf meinem Auge verteilt. Und als rosig-rote Farbe, habe ich hier eine Farbe aus einer Revolution Make-up Palette genommen. Und zwar ist es die Palette Reloaded Fire. Die sieht so aus und ich möchte jetzt diese Farbe hier oben verwenden. Und die benutze ich so ein bisschen als sehr dunkle Transition Shade, könnte man so sagen. Und ich nehme hierfür so einen relativ spitzen Pinsel. Das ist einer von Leni Brush, also von Cosmetic for Less, der LBE 13 Petite Crease. Der geht hier vorne so ein bisschen spitz zu und ich gehe hier einfach mit der Spitze des Pinsels rein, nehme ein bisschen Farbe auf und setze mir die Farbe einmal in die Crease. Und zwar presse ich sie erst einmal nur so mit leichter Hand einmal rein, also in die Lidfalte. Und man kann auf jeden Fall ganz gut sehen, dass es sich auch über die Lidfalte etwas verteilt. Das macht aber gar nichts. Und anschließend benutze ich den Pinsel mit ganz leichter Hand und verblende mir das Produkt ein wenig. Ich gehe dabei auch und setze den mal so ein bisschen von oben mit an. Und dann nehme ich mir hier auch mal so einen etwas fluffigeren Pinsel. Der hier ist jetzt von Wet n Wild. Ich werde euch übrigens alle Produkte, die ich euch zeige, aber auch die, die ich vorher in meinem Gesicht schon verwendet habe, in der Infobox unten verlinken. Die meisten Links davon sind wie immer Affiliate-Links und mit dem Kauf eines Produktes über so einen Link würdet ihr mich mit einem kleinen Betrag auch ein wenig unterstützen. So, und das habe ich jetzt mal auf beiden Seiten gemacht und ich bin dabei immer wieder mit mehr Farbe draufgegangen. Also ich habe versucht, nicht allzu viel auf einmal aufzutragen, sondern das eben wirklich aufzubauen. Und vielleicht könnt ihr auch sehen, ich habe immer wieder auch zwischendurch nach vorne in den Spiegel geschaut, um sicherzugehen, dass man die Farbe hier oben auch wirklich erkennen kann. Und anschließend nehme ich mir denselben Pinsel, knicke ihn nochmal ein bisschen ab und gebe mir das auch ganz unten am Wimpernkranz einmal auf. Und zwar relativ nah an der Wimpernlinie, also am Wimpernkranz und verbinde mir das hier hinten auch so ein bisschen. Aber ich bin dabei nicht allzu vorsichtig. Also ich gehe schon auch relativ weit sozusagen auch runter. Ich bin da nicht allzu vorsichtig, weil es ja so eine Art Transition Shade ist, möchte ich, dass man sie hinterher auf jeden Fall auch noch sehen kann. Und dann gehe ich auch hier nochmal mit diesem fluffigen Blendepinsel rein und verblende mir hier unten ein bisschen den Übergang, damit es trotzdem schön ja, flüssig einfach aussieht. Und damit bin ich jetzt auch erstmal zufrieden. Ich nehme jetzt die nächste Palette für die nächste Farbe. Und zwar habe ich hier eine Palette von Revolution Pro, von Make-up Revolution. Das ist die Amplified 35 Palette. Und die hat hier so ganz viele
natürliche Töne drin, also Naturals, und die sind auch alle matt, was ich auch sehr, sehr cool finde. Und hier gibt es sowohl wärmere als auch kühlere Töne drin. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, werde ich jetzt den kühlen grauen Ton verwenden. Und zwar möchte ich diesen hier oben verwenden. Und ich gehe jetzt auf jeden Fall mit einem noch detaillierteren Pinsel einmal rein in diese Farbe. Ich nehme die einfach nur auf der Spitze so ein bisschen auf. Und dann trage ich sie mir hier einmal außen auf. Und zwar, ich habe mir jetzt quasi so eine Form gezeichnet. Und zwar gehe ich einfach nur bis zu dieser Kante hier hin mit dieser Farbe. Ich tupfe mir die Farbe erstmal ab, das Produkt. Baue das eben Stück für Stück auf. Ich will schon dem Ganzen eine gute Dimension geben. Also ich will schon, dass es das auch gut abdunkelt. Aber ich möchte es jetzt auch trotzdem natürlich sehr schön miteinander verblenden. Und dafür gehe ich dann eben hinterher, wenn ich das Produkt gut abgeladen habe, vom Pinsel mit dem Pinsel einmal auf diese Linie hier drauf und verblende mir beide Farben schön miteinander. Und ich lasse mir hierfür auch Zeit, weil ich einfach auch natürlich ein schönes Ergebnis haben möchte. Und innen mache ich das auch. Ich möchte nämlich, wie ihr euch jetzt vielleicht auch denken könnt, ein Halo-Eye schminken. Und zwar gehe ich einfach mit dem Pinsel auch quasi genau äquivalent ganz innen, nicht in den Innenwinkel, denn da möchte ich später noch hell machen, sondern quasi hier, ja, also da, wo dieses Dreieck, wenn ich mein Auge schließe, wo dieses Dreieck sozusagen endet oder seine spitzeste Stelle hat, da gebe ich einmal das Produkt auf und mache dasselbe, wie ich außen gerade auch gemacht habe. Und unten mache ich äquivalent genau dasselbe. Ihr könnt euch dafür auch einen noch detaillierteren Pinsel nehmen. Ich schaue allerdings, dass ich immer so mit dieser Kante arbeite und dann wirklich ganz, ganz nah an den Wimpernkranz rangehe. Also ihr seht vielleicht auch, dass ich ihn so ein bisschen schräg ansetze. Und dann trage ich mir hier das Produkt quasi in den Wimpernkranz einmal auf. Versuche es dann auch mit dem oberen Teil zu verbinden. Und ich spiegel mir einmal komplett den Effekt von oben auch unten. Und um meine graue Farbe jetzt auch ein bisschen wieder auszuschneiden, nehme ich mir noch einmal meine Base und trage sie mir ganz in die Mitte von meinem Augenlid auf. Quasi einfach nur einmal so einen Streifen. Verblende sie mir aber diesmal vorsichtiger mit einem Pinsel. Und mit dem Rest des Produkts, das ich noch am Pinsel habe, gehe ich auch einmal an den unteren Wimpernkranz und trage mir auch dort in der Mitte einmal nochmal was auf. Und ich werde mir meine Base auf jeden Fall auch einmal setten, einfach mit einem ganz weißen Lidschatten. Ihr könnt dafür auch ein Settingpuder verwenden. Das ist vollkommen euch überlassen. Dann kommt schon auch die dritte Palette zum Einsatz. Und zwar ist das die Naughty Palette, die ich ja total lieben gelernt habe von BH Cosmetics. Leider kann man die nicht mehr kaufen, aber die hat einfach so coole Farben. Und ich werde jetzt mal hier in diese Farbe reingehen. Die heißt Rudolph, also die ist so richtig schön knallig rot. Und die trage ich mir hier mal mit so einem Packing Brush auf. Ich gehe also einmal in die Farbe rein und zwar nehme ich das Produkt so ein bisschen seitlich auf dem Pinsel auf. Dann trage ich mir das hier ganz in die Mitte eben auf meine Base, die ich eben aufgetragen habe, einmal auf. Und zwar nur in tupfenden Bewegungen oder nur tupfend. Und ich finde es irgendwie immer sehr, sehr schade, dass auf meinem Augenlid rote Farben trotzdem immer rosa aussehen. Aber dafür habe ich gleich noch einen kleinen Trick, damit es wirklich rot wird. Also zum einen ist der Trick, dass ich mehrere Schichten wirklich auftrage und das wirklich nur tupfe, damit ich es eben nicht allzu sehr verblende. Allerdings hier auf die Seiten, wo ich ja meine graue Farbe habe, möchte ich es schon ein bisschen verbinden. Und das mache ich einfach mit ganz leichter Hand. Das könnt ihr direkt mit dem Pinsel machen oder auch mit einem sauberen. Ich finde aber, dass sich das mit dem hier sehr gut eignet. Unten mache ich einmal dasselbe. Unten werde ich mir dann auf jeden Fall auch nochmal den Blenderpinsel nehmen und es sehr gut verblenden. Und der zweite Trick ist, dass ich nämlich noch eine weitere Palette habe. Und zwar ist das die Villains Palette von Catrice. Die kann man auch leider nicht mehr kaufen, was so, so schade ist, weil die ist so cool einfach nur. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, werde ich jetzt diesen Glitzerton hier auftragen. Der heißt Apple und der ist wirklich richtig, richtig krass. Der hat ziemlich große Glitzerpartikel. So sieht er einmal an meinem Finger aus. Und den trage ich mir ganz vorsichtig mit dem Finger, drücke ich mir den einmal hier aufs Lid drauf, diesen Glitzer. Und ich bin dabei wirklich ganz vorsichtig, um Fallout zu vermeiden. Also ich wische da auch nicht großartig rum. Ich tupfe es mir nur vorsichtig hier drauf. So, und das wäre jetzt eigentlich auch schon die Pflicht sozusagen. Und jetzt kümmern wir uns mal um die letzte Farbe, die wir integrieren sollen, und zwar Lila. Und hierfür habe ich zum einen mal einen Eye Pencil von Essence. Das ist der Long Lasting Eye Pencil in der Farbe 27 Purple Rain. Und den trage ich mir einmal so als Eyeliner mit auf. Und zwar gehe ich mir dafür ganz nah an den Wimpernkranz und ich gehe dabei nur bis zu der Stelle, wo ich Glitzer aufgetragen habe
Und dann create ich mir hier auch so einen kleinen Wing. Es ist jetzt gerade nicht so schlimm, wenn ich nicht ganz so genau bin, denn ich werde gleich nochmal auch mit einem Puderlidschatten drüber gehen. Zwar nehme ich den auch wieder aus dieser Naughty-Palette, wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt. Das hat hier auch so einen richtig schönen lila Farbe mit drin. Und dafür wiederum nehme ich mir so einen spitzen, flach gebundenen Pinsel. Nehme mir die Farbe einfach einmal hier auf und dann tupfe ich mir die Farbe einfach einmal hier auf meinen Eyeliner, den ich gerade aufgetragen habe. Und verbinde diese beiden Sachen. Durch den Eyeliner, den ich vorher aufgetragen habe, kommt die Farbe einfach noch ein bisschen schöner und stärker auch raus. Und vorne mache ich das auch einmal, aber nur auf diesem grauen Teil. Hier habe ich jetzt wieder ein bisschen Fallout, den ich mir direkt auch mit einem Pinsel wegnehme. Und das ist auf jeden Fall ein ziemlich krasser Look. Ich glaube, das ist auch einer der krasseren Looks, die ich bisher geschminkt habe. Und dann bleibt auf jeden Fall auch noch ein Inner Corner Highlight. Das darf bei mir ja eh nie fehlen. Hierfür bietet mir die BH-Palette auch einen schönen Ton an. Und zwar werde ich hier diesen Glitzerton verwenden. Der changiert so ein bisschen in seiner Farbe zwischen bläulich, lila und aber auch manchmal so ein bisschen rosa. Und ich finde einfach, dass der meinen inneren Augenwinkel auch nochmal schön betont. Allerdings ist er mir gerade ein klein wenig zu dunkel. Deswegen gebe ich jetzt auch noch mal von dieser ganz hellen Farbe hier, Snow Day, ein bisschen was obendrauf und vermische diese beiden Farben ein bisschen. Und das ist doch wirklich ein richtig geiler Look geworden, oder? Schreibt mir doch jetzt mal unten in die Kommentare, wie ihr den so findet. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall auch noch Lashes aufkleben, denn die dürfen auf gar keinen Fall fehlen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist jetzt einmal der Look mit Lashes. Ich hoffe sehr, dass er euch gefällt und ich denke auch, dass die Lashes auf jeden Fall ganz gut passen. Ich habe zwar mal den Eindruck, wenn ich falsche Wimpern auftrage, dass man den Eyeliner dann leider gar nicht mehr so gut sieht, aber es ist auf jeden Fall ein dramatischer Look und der verlangt auch nach dramatischen Lashes. Ich habe hier übrigens heute von Ardell Lashes genommen und zwar sind es die Mega Volume Lashes in dem Style 258. Die finde ich auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ihr könnt ja jetzt mal sagen, wie ihr die so findet. Ich finde sie auf jeden Fall sehr cool und auch wenn sie so mega krass sind, sie beschweren natürlich mein Auge. Ich finde, Lashes beschweren immer irgendwie das Auge, aber sie sind echt nicht zu krass. Also ich muss ehrlich sagen, ich mag den Look, auch wenn meine Haare nicht ganz so perfekt geworden sind, aber es geht ja heute um die Augen und ihr könnt mir jetzt mal gerne unten reinschreiben, ob ich der Challenge gerecht geworden bin, dass ich rot, rosarot, Purple, also lila, und ein kühles Grau gut in einen Look gepackt habe. Wenn dem so ist und euch das Video gefällt, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben von euch freuen. Falls du meinen Kanal gerade erst kennenlernst und dir mein Content gefällt, dann würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Und wenn du anschließend das kleine Glöckchen da unten aktivierst, dann bekommst du auch jedes Mal eine Nachricht, wenn ein neues Video von mir online geht. Und das alles ist für dich im Übrigen auch völlig kostenlos. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs treue Zuschauen bis hierhin. Freue mich schon aufs nächste Video mit euch. Und bis dahin sage ich erstmal, bye bye.